Ein großes Thema auf der Energiesparmesse ist natürlich auch energieeffizientes Bauen. Herr Weinhappel, womit präsentiert sich denn Wienerberger den Messebesuchern zu diesem Thema? Ja, wir haben heuer unsere Mineralwolle verfüllten Ziegel im Mittelpunkt unserer Messepräsentation. Die neue Produktlinie hat ja beste Wärmeschutzeigenschaften aufgrund der innenliegenden Wärmedämmung. Und damit kann der Bauherr energieeffizient bauen mit geringen Heizkosten. Und wir haben darüber hinaus auch heuer noch das Angebot einer 1.000-Euro-Förderung. Das heißt, Kunden, die bis zum 30.06. dieses Jahres sich für einen Kauf entscheiden, bekommen von Wienerberger 1.000 Euro refundiert. Damit kann man doppelt Kosten sparen beim Heizen und auch beim Geldausgeben für das Hausbauen. Wie ist denn die Resonanz der Besucher, der Kunden, aber auch der Fachbesucher? Also wir haben ein tolles Feedback bekommen von den Kunden, weil es eine Möglichkeit ist, einschalige Wandkonstruktionen zu verwenden für Niedrigstenergie- und Passivhäuser. Das heißt, man braucht nicht mehr die außenliegende Zusatzdämmung, kann damit auf Polystyrol verzichten und kann die Vorteile der einschaligen Wand nutzen. Der Winter, der eher ein sehr schwacher Winter war, geht jetzt schon langsam dem Ende zu. Wie sind denn Ihre Aussichten, Ihre Vorausblick für das Jahr 2014 auch in der Baubranche? Also wir erwarten für heuer ein stabiles Jahr, ähnlich dem Vorjahr. Natürlich hilft die Witterung jetzt zu Jahresbeginn, weil bereits im Jänner mit dem Bau begonnen werden konnte. Und damit haben wir eigentlich eine positive Erwartungshaltung für 2014. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen.